Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast für Materiale und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich freue mich, euch hier für die erste Episode dieses Podcasts begrüßen zu dürfen. Ja, Materiale und Energierohstoffe. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, was ist das denn eigentlich? Dieser Frage und verschiedenen anderen Fragen möchte ich in diesem Podcast nachgehen. Und unter anderem eben klären Begriffe wie Nachhaltigkeit, Kritikalität, der Unterschied zwischen Rohstoffen und Ressourcen. Wo werden denn verschiedene Ressourcen und Materialien überhaupt eingesetzt? Welche Technologien gibt es da? Was bedeutet eine Closed Loop Supply Chain? Oder was ist denn überhaupt Recycling? Wie grenzt man das ab zu Begriffen wie Remanufacturing und Reuse? Diesen Fragen möchte ich mich in diesem Podcast eben widmen und hier für den Experten, genauso wie für den Mann von der Straße, der noch nicht so die Ahnung davon hat, eben einen guten Einstieg in das Thema leisten. Wie schon gesagt, mein Name ist Martin Hillenbrand und ich studiere momentan hier in Augsburg Wirtschaftsingenieurwesen mit einem Schwerpunkt im Bereich Ressourcenstrategie und bin mittlerweile im Feld der Ressourcenstrategie seit über 10 Jahren tätig. Das bedeutet, ich habe im Alter von 15 schon angefangen, mich bei Greenpeace zu engagieren, wobei das doch etwas länger mittlerweile her ist und nicht ganz so lange gedauert hat. Auf jeden Fall beschäftige ich mich schon sehr lange mit diesem Thema. Und warum denke ich, dass dieses Thema wichtig ist? Vor 2 Jahren haben Forscher das erste Mal angefangen, darüber nachzudenken, ein Erdzeitalter nach einem Lebewesen zu benennen, und zwar nach dem Menschen. Dass dieses Erdzeitalter nach dem Menschen benannt wird, hat einen ganz einfachen Grund. Kein anderes Lebewesen hat in der Geschichte bisher die Welt so verändert wie wir Menschen und insbesondere die Welt so sehr verändert, dass es vielleicht sogar zu einem Artensterben kommt und, wenn es ganz dumm läuft, zum Artensterben des Menschen selber. Zu der Erde ist das ja prinzipiell jetzt erstmal egal, aber wir als Menschen haben ja einen Antrieb zu überleben. Und von daher hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel getan. Ausgehend von Westeuropa hat sich ein neues Konzept etabliert, die sogenannte Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, worum geht es denn da eigentlich? Es wird ja von vielen, auch in der Marketingbranche, gerne verwendet. Nachhaltiger Vertrieb, nachhaltiges Wirtschaften, was weiß ich. Also dieser Begriff wird ja sehr, sehr oft eingesetzt. Und um ihn etwas besser abzugrenzen, ja, das ist dann schon schwieriger. Man kann grob bei der Nachhaltigkeit in 3 Themenblöcke unterscheiden. Die ökonomische, also das Wirtschaftliche, das Geld, die ökologische Nachhaltigkeit, also alles, was mit der Umwelt zu tun hat, und die soziale Nachhaltigkeit, also auch Arbeitsbedingungen oder wie mit den Menschen umgegangen wird. Das spielt jetzt natürlich auch alles ineinander rein, also Ökologie und Ökonomie müssen sich ja nicht immer widersprechen, sondern ergänzen sich teilweise auch, und man hat hier dann durchaus auch Zielkonflikte. So tief möchte ich jetzt aber in der ersten Episode noch gar nicht darauf eingehen, sondern das hebe ich mir gerne für die nächsten Episoden auf, in denen ich dann wirklich auch gezielt und speziell auf einzelne Themen zu sprechen komme. So, Sie haben es jetzt schon gemerkt, ich lasse mich gerne mitreißen und das Thema finde ich selber auch sehr, sehr spannend. Ich hoffe, das geht Ihnen natürlich auch so, und von daher, wie wird dieser Podcast denn aussehen in Zukunft? Dadurch, dass es mein erster Podcast ist, ist meine technische Ausstattung noch nicht ganz so gut, wie ich mir das wünschen würde. Von daher bitte ich um Verzeihung, falls es jetzt noch technische Schwierigkeiten gibt oder aber manches noch nicht ganz so perfekt läuft. Aber Sie können mich gerne dabei unterstützen, besser zu werden. Ich freue mich auch immer über Lob und Kritik. Und wenn Sie eine Spende dalassen, dann freue ich mich natürlich auch darüber und werde das nicht nur in Bier investieren, wie man das in Bayern tut, sondern auch in ein technisches Equipment und eben die Qualität des Podcasts versuche ich dadurch dann zu steigern. Naja, wie wird es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren hoffentlich weitergehen? Momentan werde ich die Grundbegriffe der Ressourcenstrategie oder generell, wenn es um Rohstoffe geht, erklären.
Und sobald wir eine gewisse Grundlage haben, werde ich anfangen, mit Interviewpartnern über speziellere Themen zu sprechen. Hier haben sich auch schon einige Forschungsinstitute angemeldet, die gesagt haben, sie stehen mir hier gerne mit Wort und Tat zur Seite und reden gerne mit mir über ihre Forschungsgebiete. Das wird sich jetzt in den nächsten Monaten dann auch entscheiden, wer genau damit reinkommt. Falls Sie selbst Interesse dran haben und in einem Forschungsinstitut arbeiten oder jemanden kennen, dann können Sie gerne hier auch einen Kontakt herstellen. Umso mehr Leute mitmachen, umso besser natürlich. Vom Format her möchte ich das Ganze momentan als Podcast gestalten, wie ich das jetzt eben hier gerade tue. Sollte sich hier technisch etwas verändern, dass ich sage, okay, ich mache es doch lieber als Videolog, weil es einfach praktischer, pragmatischer ist, weil ich viele Grafiken habe, die ich zeigen möchte, dann werde ich das im Podcast auch ankündigen und Sie finden dann auch auf der Webseite rechtzeitig die Informationen dazu. Jetzt habe ich relativ viel geredet, ohne dass ich viel gesagt habe, aber das ist bei deiner ersten Episode meistens so, wenn man nochmal abgrenzt, wo denn die Reise hingeht, und ich hoffe, Sie unterstützen mich auf dieser Reise und sind immer gespannt dabei. Ich freue mich darauf, Sie auch bei der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, und denken Sie daran, die größte Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.